alles Existenz aufklaffens Empfinden in seiner authentischsten Form, somit nicht ohne die kontinuierliche Anwesenheit des Unsäglichen, des Undenkbaren, des Tödlichen. All dies dann im Bewusstsein der Notwendigkeit des Rekombinationsgesetzes, damit dieses seine Veränderungen zu vollziehen, zu vollenden vermag, bedarf es der Körperwechsel, der Träger des Rekombinationscodes lediglich. Und dann noch die dritte Stufe der vollkommen entsetzlichen Illusionslosigkeit, dass diese Rekombinatorik gar nichts will, kopflos, ein Automaton, sagt Lacan, ist, das nicht einmal darauf schaut, was daraus geworden sein würde im nächsten Epizyklus, sondern das einfach all das entstehen lässt, was miteinander zu assimilieren war, nach bestimmten Wahlverwandtschaftsgesetzregeln, und dann den nächsten Epizyklus erneut damit verkoppelt, was durch Zufall oder Notwendigkeit, durch Aberwitz oder Tüche oder Tücke oder Glück eben übrig geblieben ist und immer das Ende jener Kettenreihe darstellt, die dann als das übrig gebliebene, als das Schöne identifiziert wird, weil es das Überlebende war und somit den Verdacht auf eine bestimmte adaptive Funktionsfähigkeit des Überlebens nahelegte. Im schönen Zeugen, das heißt nach Platon, auf Aristoteles übersetzt, die adaptivste, die feingeschnitzteste, die leistungsziselierteste, die windschnittigste Formgestalt, exoterisch, exotisch, diversifizierend zu finden und darin seinen Seim und Sermon abzulegen, um die Wahrscheinlichkeit durch Neuaberwitzigkeitsdiversifizierung zu erhöhen, dass dies im nächsten Zyklus wieder mehr Widerstandsfähigkeit und Resilienz gegen diese Auswahl Filtersiebe, die kontinuierlich nicht aufhörenden, haben könnte in dem ewigen Selektionsprozess, der ja nur ein nicht einmal Konkurrierungs-, nicht einmal Aussiebungsprozess ist, sondern nur ein Einklinken oder Nicht-Einklinken dessen, was wir gerade schon gesagt haben.